Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu meiner nächsten Corona-Lesung. Ich hoffe, bei euch ist alles so einigermaßen in Ordnung und ihr schafft es, dieses wunderbare gesamtgesellschaftliche Experiment in Selbstisolierung so einigermaßen bei geistiger und körperlicher Gesundheit zu überstehen. Ich bin mir nicht sicher, ob meine Lesungen tatsächlich einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dass ihr das besser übersteht. Sie helfen aber ganz bestimmt mir ein wenig, ich will mal nicht sagen, was Sinnvolles zu tun, aber da ich mich selber sehr gerne sprechen höre, ist es quasi eine Form der Eigentherapie. Naja, und damit ist der Hemmen auch schon mal ein positiver Effekt erzielt. Aus welchem Manuskript werde ich heute lesen? Für diejenigen von euch, die zwischendurch einschalten, noch einmal der Hinweis: Was ich in dieser Lesereihe mache, ist, ich werde das erste Kapitel eines Manuskriptes vorlesen, das entweder noch in Arbeit ist oder erst noch als Buch erscheinen wird demnächst. Und dies ohne weitere Kommentare und Hinweise, einfach mal so. Heute ist es ein Manuskript, das in der Tat noch nie einen Lektor oder Korrektor auch nur von Ferne gesehen hat. Es kann also auch durchaus passieren, dass während ich lese, ich mal über einem Satz stutze. Das ist ein Hinweis darauf, dass ich ja wahrscheinlich bei der eigenen Überarbeitung da noch einmal glättend eingreifen werde. Aber das macht ja vielleicht auch den Reiz dieser Lesung aus. Naja, zu Recht betrachtet wahrscheinlich macht es den Reiz eher nicht aus. Sehr reizvoll ist es nicht, live auf eigene Fehler zu stoßen. Trotzdem, ich wage das Experiment auch heute wieder. Die Lesung wird heute nicht allzu lange dauern, denn das erste Kapitel dieses Manuskriptes ist relativ kurz. Und das kann ja für sich selbst auch bereits eine gute Nachricht sein. Es sind nur 3,5 Seiten, also keine Sorge, das wird jetzt ganz schnell vorbeigehen. Der Roman hat einen Arbeitstitel. Der Arbeitstitel lautet 5 Tage in Erdum. Und es ist tatsächlich ein Versuch von mir, auch mal wieder Fantasy zu schreiben. Ich mag Fantasy. Ich lese Fantasy auch ganz gerne. Und tief in meinem Hinterkopf immer so das Gefühl, ich sollte da auch mal was schreiben. Aber so richtig habe ich da noch nicht den Zugang gefunden. Oder vielleicht ist es auch so, dass ich einfach mit meiner Leidenschaft für die Science-Fiction, dass die einfach viel größer ist und sich das natürlich entsprechend auch in meinem Output niederschlägt. Dennoch arbeite ich an diesem Manuskript immer mal wieder ein bisschen weiter. Und ich lese jetzt das erste Kapitel. Mal schauen, wie es wird. Er wachte auf, weil ihm eine Möwe ins Gesicht schiss. Er merkte es erst nicht, da war nur dieses weiche, feuchte Etwas auf seiner Haut und er war mittlerweile weit genug aus der Ohnmacht emporgeklettert, dass es eine Reaktion hervorrief. Es stank und in einer unbewussten Handbewegung wischte er sich die Masse über das Gesicht. Sie drang brennend in seine Augen und jetzt fuhr er hoch, keuchte, hustete den Sand aus dem Mund, blinzelte, wischte erneut, vermischte Vogelkot mit Schweiß, Salz, Wasser und Sand zu einer klebrigen Masse. Er spuckte aus. Er hob den Arm, sah auf das feuchte Stück Ärmel, das sich an ihn klammerte, als ob es erschreckt sei, wischte sich damit ein drittes Mal über das Gesicht. Mehr Erfolg. Ein weiteres Blinzeln, ein langsam aufdämmerndes Realisieren der Tatsache, dass er wach war. Er wandte den Kopf von links nach rechts, spürte den Schmerz in seinen Gliedmaßen, diese bleierne Erschöpfung, nahm aber vor allem eines wahr: Durst. Er schaute auf die See hinaus, alles sehr friedlich. Weiße Schaumkronen auf sanfter Brandung. Es war hellichter Tag, die Sonne schien freundlich. Die Beine, ausgestreckt, waren nur Zentimeter vom Rand entfernt, der regelmäßig durch die vordringenden Wellen benetzt wurde, doch bereits im Trockenen. Er war zu erschöpft, um sich zu erschrecken. Um Entsetzen zu empfinden, fehlte es ihm an Kontext.
Es fühlte sich alles falsch an. Gleichzeitig verspürte er Erleichterung. Er lebte. Aus irgendeinem Grund war das etwas Besonderes, ein Grund zu feiern. Er sah an sich hinab, die dunkle Hose, die nackten Füße, das weiße Hemd. Mehr trug er nicht. Er erblickte schwielige Hände, Produkte harter Arbeit und Muskeln, die trotz aller Schmerzen zu funktionieren schienen. Schrammen und Beulen beschwerten sich, als er auf die Füße kletterte, mühsam das Gleichgewicht hielt. Wo war er? Er wusste es nicht. Wie war er hierher gekommen? Er erinnerte sich nicht. Wer war er? Es war diese Frage, die aus der Erleichterung wieder Verwirrung, aus der Verwirrung plötzliche Angst machte. Er erinnerte sich auch daran nicht. Er wusste, jeder Mensch hatte einen Namen. Er kannte Namen. Wenn er sich fragte, wie Männer normalerweise hießen, fielen ihm Dutzende Namen ein. Ewald und Gordian, Ermin und Harkan, Tetlef und Bursa. Alles Namen von Männern. Keiner von ihnen löste ein Erkennen in ihm aus. Keinen bezog er auf sich. Für einen Moment lag ihm etwas auf der Zunge, als würde sich eine Erkenntnis in ihm nach vorne drängen, es sich im letzten Moment anders überlegen und wieder im Hintergrund verschwinden. Kein Name. Das machte ihm Angst. Der brennende Durst half auch nicht. Er musste etwas Trinkwasser finden. Der Namenlose drehte sich einmal um sich selbst. Holzplanken lagen da am Strand, Reste von Segeltuch, ein halb aufgerissenes Fass. Je mehr er sich umblickte, desto umfassender wurde die Sammlung von Trümmerteilen, die sich am Strand verteilte. Er wusste, dass dies etwas mit seiner Ankunft an diesen unbekannten Gestaden zu tun hatte. Er war, das war sein vorläufiger Schluss, ein Schiffbrüchiger. Und was auch immer genau geschehen war, es hatte ihm das Gedächtnis geraubt. Er sah auf seine Hände, die schwielen, dann die Muskeln. Er wusste, was harte Arbeit war, ein Matrose. Ja, so musste es sein, ein Überlebender eines untergegangenen Schiffes. Er wusste seinen Namen nicht, aber er fühlte sich besser. Eine Erklärung. Und dass ihm zu alledem die richtigen Worte einfielen, das war gleichfalls beruhigend, ein gutes Zeichen. Er hatte das Denken nicht verlernt, er konnte Schlüsse ziehen. Er wusste nur nicht, wer er war. Er rieb sich die Schläfen. Als er die Hände senkte, waren sie voller halb vertrocknetem Blut. Er starrte die rote Farbe verwundert an und als ob sich sein Körper erst jetzt an die erlittenen Verletzungen erinnerte, spürte er den pochenden Druck auf seinem Kopf. Ihm war nicht schwindelig. Als er seine Haare abtastete, fand er mehrere Krusten und an einer Stelle beantwortete ein stechender Schmerz seine stumme Frage nach der Verwundung. Doch es war kein frisches Blut an seiner Hand, es war eine böse Wunde, ganz sicher, aber wohl nicht lebensgefährlich. Der Durst allerdings. Er torkelte los den Abhang des Strandes hoch, wo er Steine sah, einige Pflanzen, die sich träge in der sanften Brise bewegten. Er kletterte nach oben, die nackten Füße auf spitzen Steinchen, die sich in die Haut bohrten, eine Wahrnehmung, die er achtlos zur Seite wischte. Dann sah er den Weg aus gestampfter Erde, eingezäunt durch schwere Backsteine, der etwas gewunden die Küste entlang ging, und er schaute nach rechts und nach links. Rechts war nur eine weite Landschaft mit wenigen Erhebungen zu erkennen, die in der Ferne etwas in der Luft flimmerte. Es wurde wärmer, es war noch relativ früh am Tag. Er drehte seinen Kopf nach links und sah die Stadt. Weiße Mauern, dahinter die Umrisse von Gebäuden, hohen Türmen, einer wuchtigen Zitadelle auf einer Anhöhe, die einen Blick weit ins Landesinnere und auf das Meer ermöglichte und mit Befestigungen, die weit ins Wasser ragten. Der Namenlose vermutete, dass sie einen Hafen schützten. Er kannte den Namen dieser Stadt so wenig wie seinen eigenen. Aber es gab in dieser Richtung Wasser. Hatte er erst getrunken, das war der erste Schritt, die Vorbedingung zu allem. Er ging in die Richtung der Stadt.
Nach einigen hundert Metern spürte er, wie ihn die Kräfte wieder verließen, wie seine Schritte schleppender wurden. Im gleichen Moment, als seine Hoffnungen schon wieder sanken, erblickte er die Hütte am Straßenrand, daneben einige in den Boden gehauene Pflöcke, eine Raststation. Er wusste sofort, was das war. Es musste einfach so sein. Er zögerte nicht, öffnete die knarrende Tür, trat ins schattige Innere. Eine Holzbank, eine kalte Feuerstelle, sonst nichts. Und ein kleiner Ziehbrunnen. Er sprang beinahe an die kreisrunde Öffnung heran, zog den Eimer aus der Tiefe empor, hörte das köstliche Geräusch plätschernden Wassers. Als der Eimer oben war, schöpfte er Wasser, ermahnte sich, langsam zu trinken, schaffte es beinahe nicht, die große, kreatürliche Gier unter Kontrolle zu halten. Wozu auch? Es gab einen Grund. Er war sich sicher. Und so zwang er seine Hände langsam zum Mund zu gehen und er zwang seine Lippen, sich nur ein Stück zu öffnen. Das Wasser war angenehm kühl, es benetzte seine Kehle und rann wie Eis hinab in seinen Magen. Er trank. Langsam. Und als der schlimmste Durst gestillt war, zwang er sich aufzuhören. Einen weiteren Eimer füllte er und wusch vorsichtig seinen Kopf, sah lange Streifen blutigen Wassers zu Boden tropfen, erweckte den Schmerz zu neuem Leben. Er wusch sich den Sand aus den Haaren und dem Gesicht, den Schweiß, ein wenig auch die Müdigkeit. Er sparte nicht an Wasser. Aus dem dritten Eimer trank er wieder in kleinen Schlucken, wusch seine Hände und Arme, die malträtierten Füße, zog sein Hemd aus, feuchtete es ein, wusch dieses, soweit er konnte, und allein der Akt war ihm eine Befreiung. Dann fand er sich auf der Holzbank wieder. Jetzt wurde ihm erneut ein wenig schwindelig. Aus dem Durst war ein bohrender Hunger geworden, aus dem pochenden Druck auf seinem Kopf ein leicht brennender Schmerz, und er fühlte sich nicht gut. Fast gegen seinen Willen legte er sich hin, faltete noch halb bewusst, halb unbewusst das feuchte Hemd zu einem flachen Kissen, auf das er seinen leidigen Schädel bettete. Kaum hatte er die Augen geschlossen, schlief er ein. Ja, wie gesagt, ein kurzes erstes Kapitel. Ich habe auch von dem Roman, ich glaube, erst 4 oder 5 Kapitel geschrieben. Es ist kein Manuskript, weil ich auch gar nicht weiß, ob und wo das jemals erscheinen sollte, mit dem ich mich besonders regelmäßig und intensiv befasse, aber doch immer mal wieder. Und deswegen war es qualifiziert für meine Corona-Lesereise. Das war's auch schon. Ich würde mich freuen, wenn ihr weiter mal reinschaut. Ihr könnt auch gerne dieses Video teilen, wenn ihr auf Facebook, Twitter oder sonst wo aktiv seid. Das würde mich sehr freuen. Und schaltet doch wieder ein, wenn ich wieder was hochlade. Und nicht vergessen, bleibt gesund.